Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Dragon Slayer. Ich muss gerade zur Seite gucken, weil ich meinen Popschutz im Gesicht habe. Hey! So, stört schon ein bisschen, weil das genau vor einem Auge ist. Und ich erstmal Fettschaden Ja? bekomme. Und vielleicht sogar noch in einen Kampf gerate. Ist das nicht schön, Leute? Gegengeheilt und gegengeheilt. So, weiter geht's. Kuano, walte deines Amtes. Heißt es so? Ich glaube schon. Guau, geht's hier runter? Hui, das ist gefährlich. Ja, Kuano ist der Beste. So, wir nehmen Feris, die kann so lange ein bisschen Feuermoos Aber ernten. sicher. Was? Ich glaube, das war halbwegs teuer, also kann man gut verkaufen. Oh nein, meine Hassgegner. Oh. Rettet schnell Kuano. Ganz, ganz schnell. Ja. Ja? Ich mach das schon. Na gut. Ich glaube, da gehen wir doch lieber erstmal hier rein. Denn wir brauchen ja noch zwei Siegel, um dann gegen den Endgegner zu kämpfen. Und ist das gerade wirklich wahr? Genau jetzt, wenn ich aufnehme, bohrt hier jemand los. Wow. Ich mache, glaube ich, hier mal einen Cut, bis das aufgehört hat. So, da sind wir nun schon wieder. Ich habe gerade 10 Minuten gewartet. Und er scheint aufgehört zu haben. Hoffe ich. Der bohrt schon die ganze Woche. Ich keine Ahnung, was der da macht. Vielleicht bohrt er gerade einen Durchgang zum Nachbarn durch die Wand oder so. Keine Ahnung. Aber das nervt schon ein Was? bisschen. Naja. Ich hoffe, der hat jetzt wirklich aufgehört und fängt nicht nochmal an. Na? So. Hauen wir dem mal alles rein. Uiuiui. Wow. Ei. Feris hat gerade Ultraschaden bekommen. Und ich auch. Wow. Okay, Ja. das ist gerade nicht sehr gut gelaufen. Komm, heil die schnell. Bitte, 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 bitte. Oh Gott sei Dank, das hat funktioniert. Gut, dann drauf da. Was? Aber mit Schmackes. Sanyasa. Ja. So, und ich gehe so lange auf. Ich würde sagen. Komm, komm. Ja, klar. Geh mal auf den hier. Ja. Das könnte gut gehen. Oh, das geht auch schlecht. So, alle auf den hier. Ich würde sagen, ich setze eine Finte ein. Ei? Feris macht nichts. Ja. Kuano einen gezielten Stich. Ja. Und Fulgrim auch eine Finte. Ich glaube, das hilft bei den Viechern. Am besten finden. Ja, sie sieht gut aus. Ich glaube, er fängt wieder an mit dem Bohren. Wehe. Ich will jetzt nicht 20.000 Katzen in meinem Video haben. So, weiter geht's. Noch bohrt er nicht, aber das klang gerade so. Ja. So. Ein gezielter Stich. Sehr gut. Und noch ein Sternwurf. Was? Und noch ein Finder. Von Feris. Dann müssen wir die haben. Und dann ist der Stärkste dran. Der uns die ganze Zeit zertankt hier. Oder auch nicht. Ja. So. Feris, du hältst dich nochmal. Und Was? Fulgrim, mein Lieber, lenkt den mal ab hier. Der nervt gerade hart. Und Kuano, du setzt nochmal einen gezielten Stich ein. So, Fulgrim, Ja. was kannst du? Du kannst deine Finte einsetzen, das ist schön. Ich setze nochmal einen Sternwurf ein und dann müsste er tot sein eigentlich. Ei? Feris kann mir hier helfen Sanyasa. und ich kann auch hier helfen. Gut. Kuano, einmal einen Sternwurf und dann haben wir es geschafft.
So, die Frage ist jetzt, ob ich erst nach Nadoret, wenn ich die 4 Siegelsteine habe, ob ich erst wieder nach Nadoret fahre und mich rüste oder gleich gegen diesen Endgegner kämpfe. Ich glaube, der ist relativ schwach, wenn ich alle Siegelsteine benutze. Die Frage ist jetzt, will ich alle Siegelsteine benutzen? Oder will ich nur ein paar benutzen? Zumindest habe ich immer alle benutzt und dann war er relativ leicht, der Endgegner. Finde ich. Aber da hatte ich, glaube ich, auch immer vorher Nadoret eingekauft, also noch eine relativ gute Rüstung. Für den lieben Vorgrim. Aber naja, gut. Wir gehen jetzt erstmal weiter und schauen mal, was uns hier erwartet. Wir können mal speichern. So, ich glaube, ich nehme jetzt schon 10 Minuten etwa auf. Oder ein bisschen weniger. Obwohl, wenn ich... Na gut, wenn ich den Bohrer abrechne. Bitte fang nicht wieder an. Der macht schon wieder so kleine Geräusche. Alles klar. Dann greifen die uns jetzt an. Da gehen wir alle zusammen auf den hier. Der ist, glaube ich, low. Was? So. Achtung! Jeder mal einen Wuchtschlag. Und Kuano macht mal einen Sternwurf. Heißt es Sternwurf? Ich glaube schon. Ja. Ja, ein Sternwurf. Stern. Oh, das sieht gut aus. Perfekt. Da haben wir den mit einem Hit getötet. Also mit einer großen Combo von uns allen zusammen. Sehr schön. Ich rede, glaube ich, schon wieder viel zu leise. War ihr. Ja gut. Wir greifen nochmal an. Ja. Und hoffen, dass es der letzte ist und dass hier nicht noch mehr dazukommen. Denn zwei wären chillig. Zwei von denen zu besiegen. Spart uns eine Menge Zeit. Und wir kommen relativ weit voran in der Folge hier. Ja. Wenn es nur zwei sind. Das scheint stark, dass es so ist. Na? Los, dann. Na los, Kuan. Vorgrim, mach mal auf hier. So, Sandstein hast du gefunden. Freu dich. Ich loot hier nochmal. Wow. Ja. Oh, wieder Sandstein. Was soll ich denn mit dem ganzen Sandstein? Schleifsteine bauen oder was? So, schauen wir mal. Okay, da ist eine Falle bei der Kiste. Das heißt, Kuano darf mal ruhig entschärfen hier. Und ich schau mal, hier geht's auch. Nein, hier geht's noch weiter. Ja. Das ist sehr schlecht. Aber egal. Ich frag mich halt, ob er zurzeit Dietricher benutzt oder dieses Schlössermesser, das er hatte. Oh, wir haben gleich einen Siegelstein gefunden. Ich weiß nicht, ob wir gleich weitergehen sollen. Ja gut, gehen wir weiter. Ich speichere mal wieder. Und wir gehen alle zusammen weiter. Kommt, kommt, meine lieben Freunde. Okay. Hier gibt es ein paar Durchgänge. Na gut, öffnen wir mal die Tür hier, denn die geht zu öffnen. Die anderen leider nicht. Und hier ist eine... Wow, hier ist eine Kiste drin. Eine besondere Truhe. Und wir haben ein Siegel der Magie gefunden. Alles klar. Hä, waren es doch 5 Siegel? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher gerade. Sieht stark danach aus. Und eigentlich müssten wir doch den hier auch aufkriegen. Zumindest ist das hundertprozentig ein Tor, das man aufkriegt, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Zumindest haben wir noch ein Siegel der Magie gefunden. Das ist äußerst gut. Dann haben wir jetzt schon, glaube ich, 4. Also waren es doch 5 Siegel. Naja, gut. Es sei denn, da drüben ist keine Siegel. Dort, wo die Kruftasseln sind. Da. Aber das werden wir gleich sehen. Ich speichere jetzt durchgängig durch, weil ich echt Angst habe, mal wieder in so einem harten Fight zu verrecken. Und ich bemühe mich, nicht relativ nah daran zu gehen, denn ich glaube, die werden sich auch noch zu lebendigen Viechern keine Ahnung, umzaubern. Nein, keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So, wir gehen mal alle auf den hier. Oder auf die Kruftassel. Ja? Ja, ja. Ha! So, jeder drückt ja mal was rein. Wie viel haben die? 25, das müsste reichen für eine. Nicht genügend Platz. Und da kommen die anderen. Oh mein Gott. Gut, 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 gut. Wir gehen alle zusammen auf die hier. Wieder mit einem Wuchtschlag. Ei. Mit einer Finte. Achtung. Einem gezielten Stich. Komm, komm. Na? Und Vorgrim probieren wir allein auf einzugehen.
18. Warum, du bist der Beste. So, dann setz noch mal eine Finte gegen den hier. Jetzt glaube ich verdient. Und wir haben so lange Spaß mit denen hier. Gut. Sehr schön. Komm schon. Ja. Das sieht gerade sehr gut aus für uns. Ich glaube, wir setzen nochmal hier einen gezielten Stich. Und der Rest geht mal auf den hier. Und ich heile mich mal lieber, denn ich bin vergiftet. Alles klar. Dafür haben wir die liebe Feris, die uns kurz mal mit, wie hieß das? Klarem Purum heilt, genau. So, dann sind wir Giftresistenz für ein paar Sekunden. Resistent, nicht Resistenz. So. Einmal hier. Ja. Einen schönen Sternwurf. Und von Vorgrim eine schöne Finte. Und tot ist er. Ich würde mal sagen, Feris, du Liebe, beschwör hier mal was. Und ich... heute die jetzt nicht. Ich öffne das mal kurz noch lieber. Wo Sandstein drin sein wird. Oh, Lederbänder. Ey, wir haben wirklich fast alles, was man für Sandstein braucht. Für Schleifsteine braucht. Ich glaube, man braucht Lederbänder, Diamantstaub und Sandstein. Also zum Craften jetzt. Ja, hier gibt es noch ein Crafting-System, das ich bis jetzt noch nicht sehr oft benutzt habe. Okay, Feris, meine Liebe. Halt's mich mal. Und Kuano, probier das mal zu öffnen. Alles klar, man kann das nicht öffnen. Man braucht dazu einen Schlüssel. Das heißt, wir haben doch nur 4 Siegelsteine gebraucht. Dann können wir mal speichern. Gut, ich denke jetzt nach 10 Minuten, 15 Minuten. Okay, ich nehme noch 3 Minuten auf etwa. Dann müsste ich halbwegs auf der Zeit sein. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, weil der vorhin gebohrt hat, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Und wie viel mir jetzt noch fehlt. Ich hoffe natürlich nicht zu viel. So, die Frage ist jetzt, mache ich in der Folge den Endgegner? Nicht rein. Ui, schön. Niemand ist reingerannt. Ja. Gut. Und jetzt entschärft unser Meisterdieb Kuano. Okay, wir sind in der Halle. Schauen wir mal. Da ist eine Urne. Da ist noch eine. Ja. Vorgrim, mein Lieber. Komm mal her. Du öffnest mal die anderen Urnen und Krüge. Denn du hast anscheinend noch Platz im Inventar. Oh, und da haben wir was total übersehen. Ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Schatz war. Beziehungsweise... ja. Irgendwas, wo man halbwegs Loot rausbekommt. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Ein magisches Amulett. Sehr schön. Und ein paar Forschungsaufzeichnungen. Schauen wir mal. Identifizieren. Und identifizieren. Amulett des Mutes. Ich würde das Vorgrim geben. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Vorgrim braucht noch mehr Mut. Dann schlägt ihr alle mit seiner Raserei tot. Hoffe ich zumindest. So. Gibt es sonst noch was an Schätzen? Ich glaube nicht. Gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Achso, und wir haben noch Forschungsaufzeichnungen gefunden. Die kann ich mir mal durchlesen. Die Zeichen mehren sich. Ich glaube, ich muss Zeichen stehen. Aber egal. Siegel kontrollieren, Zantionen, alles klar, ich checke nichts. Hemmt mich, Existenz größer macht, Experimente, blablabla, Muskel, blablabla, blablabla, Beschwörungsraum, blablabla, niemand wird wagen, blablabla. Alles klar, ich habe alles verstanden. Nein, habe ich nicht, aber ich habe es auch nicht ordentlich durchgelesen, ich habe es bloß nochmal durchgeflogen. Gut, Leute, ich glaube, ich fahre nicht nach Nadoret, ich probiere gleich den Kampf.
Aber erst gehen wir mal hier hin. Ich will jetzt nicht den Kampf anfangen. Denn ich weiß, dass hier ein Shortcut kommt. Ich bete, dass jetzt nicht kommt, der Shortcut. Nein, der... Ah, ja, der kommt noch nicht. Dazu muss man erst ein Rätsel machen. Hui, Gott sei Dank. Gut. Schauen wir mal. Der Einsatz vom Siegelstein in den entsprechenden Halterungen muss vor Aktivierung des Pentagramms erfolgen. Um den Dämon in die dritte Sphäre zu rufen, richte man die Spitze des Pentagrammes auf den Siegelsteinsockel aus und aktiviere das Pentagramm durch entsprechende Drehung der Platten. Lösung der Siegelsteine kann nur durch autorisierte Personen mit entsprechender Kenntnis erfolgen. Das heißt, wenn ich die jetzt reinlege, kann sie bloß der Magier, glaube ich, wieder rausnehmen. Oh. Es sind doch 5. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Magie, Präsenz, Abwehr, Fluches. Irgendwas mit Stärke würde noch hier reinpassen. Ja, verdammt. Gut, wir haben jetzt zwar nur 4, aber ich glaube, wir schaffen trotzdem den Kampf in der nächsten Folge. Zumindest bete ich, dass wir es schaffen. Ich kann es jetzt schon halbwegs aufrüsten dafür. Indem ich erstmal hier ein paar Sachen aufteile. Was? Okay, ich glaube, wir werden wieder Brandpfeile benutzen müssen. Ja? Also ich hoffe, dass die was bringen werden. So. Gut, ich habe Verbände, Wirselkraut, Zaubertrank. Gut, den kann ich Vorgrim geben. Was kann der hier? Nein, 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 nein. Nicht. Hab ich es mir jetzt gegeben? Ich glaube nicht. Beten wir mal, dass wir es nicht gemacht haben. Doch, ich sieht so aus. Verdammt. Fauliger Gestank. Okay. Gott sei Dank, dass wir nicht faulig stinken. Schauen wir mal, was können wir noch hier? Das ist Intuitionselixier. Nein, das brauchen wir nicht. Ich behalte das auch mal bei mir. Obwohl, wenn ich sterbe. Ich glaube, das teilen wir mal auf. Geben eins Vorgrim. Teilen wir nochmal auf. Geben wir eins Kuano. Was? Ist die Chance Was? Geringer, das zu verlieren? Ja. Verbände hat jeder. Alles klar. Gut. Schauen wir mal. Hier wird noch nichts aktiviert, solange wir das Pentagramm nicht aktivieren. Wir schaffen das auch ohne die Siegelsteine. Da hast du Angst. Solange meine Axt auch was nützt bei diesem Biest. Wir packen die Siegelsteine rein, obwohl wir eigentlich eine Belohnung dafür bekommen würden. Dass ihr noch Witze machen könnt. Wir sollten der Kraft, genau. Irgendwas mit Stärke und Kraft hat uns sicherlich noch gefehlt. Gut, die machen echt Witze, dass wir das auch so schaffen. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber das ist wirklich ein bisschen zu gefährlich. Deswegen lassen wir das mal lieber. Schauen wir mal, wir können eins schon mal drehen. So, zeigt das auf ein Siegel? Nein. Okay. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Nächstes Mal kommt der Bossfight. Ohne den Siegel der Kraft. Und ohne... dass wir Nardoretwan uns ausgerüstet haben. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem. Wenn nicht, werde ich vielleicht nochmal den Plan ändern. Oder ich werde es erst probieren und dann, wenn wir es nicht schaffen, nach Nardoret gehen. Oder gleich am Anfang. Ich werde das mal schauen. Und gut, ich verabschiede mich jetzt hier. In der nächsten Folge kommt der riesengroße Bossfight. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ich ganz besonders, denn das wird so viel Spaß machen. Und na gut, ich verabschiede mich jetzt hier. Auf Wiedersehen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss!